Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Beim letzten Mal hatte ich mich ja versprochen, war natürlich der Samstag, wo das Video vom Blauen Sonntag, naja, ihr wisst schon, heute ist auf jeden Fall der Blaue Sonntag und da vorne ist schon mein Vater und Marcel. Wie letztes Jahr auch, werden wir jetzt den Maschinentabak ein bisschen vorbereiten. Wir wollten hier den Schlepper hinstellen mit dem Rückewagen. Und hier das zwei Expertenteam, das ist schon dabei. Der hat schon dreckig gemacht. Oh, Vater hat gute Klamotten an. Einmal Mitleid. Ja, ich war eigentlich nur so ein Kuchen backen hier. Aber oh, aber wunderschönen Kuchen gebacken. Wir wollen jetzt den Holzspalter, wollen wir, wo stellen wir dann hin? Ja, hier wollte ich ja den Waren mit dem Sägewerk. Ja, da, ich hole die braune Kiste quer. Genau, stellen wir da hin. Ich hole mal den Bagger. Gesundheit! So Leute, den Spalter, den haben wir jetzt schon hingestellt und jetzt wollen wir uns den Rückwagen und den Schlepper holen. Wollen ein bisschen Brennholz aufladen und das dann hier Richtung, das Brennholz Richtung Spalter verbringen und hier vorne noch einen sägbaren Stamm auf das Sägewerk machen. Vater meinte auch, wir könnten eigentlich ja auch den Birkenstamm sägen, aber ich habe letztes Mal Birkenholz gesehen, das ist als wenn du Kaugummi sägen würdest. Also da hätte ich nicht so richtig Bock drauf, das zu demonstrieren, weil dann denken alle, das geht richtig schlecht. Und der Krankenkäufer ist auch schon da. Guck mal hier. Ah, der Hubi Pippi in den Augen, ne? Also, das ist der Herr, der den Kran kaufen möchte. Ja. Das wird schwer. Das wird schwer, ja. Das wird schwer. Bagger steht schon im Weg, kann nicht raus. Ja, ja, aber irgendwann muss es ja mal so weit sein. Ja, wollen ja noch pflastern. Thank you.
So ihr Lieben, also wir sind die ganze Ecke weitergekommen. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier den Holzspalter aufgestellt, der Schlepper steht parat, Da vorne der Kerl, der auch so eine Videokamera in der Hand hat, den kenne ich überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der hier will. Ja, ich freue mich auf unseren Bratwurst-Contest. Der grüne Wolf hier neben mir und meiner einer, wir wollen heute ein bisschen noch hessische gegen thüringische Bratwurst machen. Ja. So, mal gucken, was da rauskommt. Wir müssen es nur mal gucken. Blindverkostung, ja. Also jeder kriegt dann, müssen wir dann noch einen Schal besorgen. Nee, was ich mir gedacht habe, ist, jemand grillt die, dann bauen wir hier irgendwie so einen kleinen Tisch auf, machen immer so kleine Stückchen. Ja. Und wir sagen vorher nicht, was es ist. Oder so, ja. Ne? Und dann, wir zwei müssen Blindverkostung machen. Und Heiko. Ach so, ja. Also ich muss ja sagen, ich mag die thüringische Bratwurst sehr gerne. Also ich bin parteiisch. Es geht ja darum, wer quasi seine Bratwurst besser kennt oder am Geschmack erkennt. Nicht an ja, okay. Ja, das sehe ich. Ah, das ist ein, ja. Und Heiko vor allen Dingen. Ja, das Ganze ja angestellt. Genau. Ja, die NSA ist ein Scheiß gegen uns, weil hier ist das Team von der Luftüberwachung. Moin. Das ist der Jan. Jan, der macht hier ganz feine Sachen. Also da steht die Drohne. Da steht die Drohne. Oh, der Landeplatz. Guck mal an hier. Ja, ich muss noch so ein paar Sachen machen. Chris ist auch da. Chris ist ja jetzt TKE-Mitarbeiter hier. Das ist der Auftriebsmann. Heute nicht. Oh, ja. Sehr schön. So ihr Lieben, ja, also es ist jetzt gleich 14 Uhr. Wir haben jetzt hier noch die Gastrofraktion. Hier steht schon der Kuchen bereit. Der brauchst du gar nicht zu verstecken. Brauchst du euch alle nicht zu verstecken. Ja, hier steht schon leckere Kuchenbuffet, Kaffee ist soweit fertig. Ich habe im Müllraum auch schon so ein bisschen was vorbereitet. Da können wir noch mal schnell gucken gehen. 4 Minuten geht's los. Der Hof füllt sich langsam mit Menschen. Ja, freue mich, dass das so gut angenommen wird. Und bin natürlich auf den Bratwurst-Contest gespannt. Ja, hier habe ich ordentlich sauber gemacht. Wie ihr seht, die Wandheizung ist eingeputzt. Habe ich heute zu Demonstrationszwecken laufen lassen. Genauso wie den Kumpel. Da unten sieht man das Räderwerk am Kreisen und der Wettergott war uns auch gnädig, hat uns hier schon mal ein bisschen Wasser gesendet. Das heißt, wir haben jetzt auch ein bisschen was zu zeigen. Und dann habe ich hier noch mal so eine kleine Vernissage vorbereitet an Bildern, wie es hier mal ausgesehen hat. Und natürlich gibt es hier Prospekte vom Blauen Sonntag und für den Hermann, da werde ich auch noch mal ein paar Prospekte auslegen. Das ist ja der Kunstschreiner, der unsere Haustür gemacht hat. Ja, hier sieht man, der Lehm schon schön trocken. Nehme ich euch vielleicht auch noch mal mit bei so einer Lehmputzaktion, aber das ist immer so dermaßen dreckig und anstrengend, dass das in, ja, das irgendwie in Bild zu bannen, fällt mir dann schwer. Durst habe ich. Durst. So, ja. Bei der eigentlichen Führung soll man gucken, dass der Jan das ein bisschen aus der Luft mitfilmt, weil ich den Leuten ja auch nicht auf den Zeiger gehen möchte. Das ist meine Frau selten auf Bild zu sehen. Hallo! Du wirst auch vorne schon vermisst? Ja, nee, ich gehe jetzt nach vorne. Ihr haltet mir den Rücken frei. Nein, alles. Und dann freue ich mich auf eine gelungene Aktion.
Ja, der Bratwurst-Contest ist durch, da muss ich aber gleich nochmal den Michael fragen, wie es ausgegangen ist. Die Führung ist soweit durch. Ich glaube, der Jan hat uns auch ein paar schöne Luftbilder geliefert. Und hier haben wir natürlich noch ein paar schöne Geschenke bekommen. Einmal alte Türgriffe, da freue ich mich schon drüber. Die kriegen wir gut verbaut. Und dann hier, muss ich gleich nochmal auspacken, ein Getränk. Und dann hier von Marius, der hat uns... bisschen Stuck gebaut, ne? Genau. Du hast es auch von historischen Formen abgenommen, ne? Genau, ja. Also das habe ich von, ich glaube so aus der Gründerzeit, so um 1900 war das eigentlich am verbreitetsten. Sieht halt echt klasse aus, muss halt immer zum Haus passen, so. Bei dir, Hubi, ist es halt eine alte Mühle, aber irgendwo findet sich da eigentlich schon immer ein nettes Plätzchen. Ich mag halt besonders so diese Blattmotive, die gefallen mir immer ganz gut, sowas mit Pflanzen. Ja, da hinten sind die Leisten. Ja. Und was du da eben auf dem Telefon noch gezeigt hast mit diesen Rosetten, das ist auch richtig schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Gut. So, ja, das ist das Buffet, was vom Buffet übrig blieb. Ist der ganze Kuchen weggegangen, oder? Ja. Alles? Ja. Ja, du kriegst auch keinen Krümmelkuchen mehr ab, mein Lieber. Nee, alles weg. Ist ja noch ein bisschen was da. Kaffee ist auch noch da. Und wie war's? Wie hat's euch gefallen? Gut. So, Michael, wir hatten ja den Bratwurst-Contest, ist leider ein bisschen untergegangen, aber ja, vielleicht können wir gleich noch mal ein paar Impressionen nachreichen, weil wir werden den Grill gleich noch mal wieder anschmeißen. Aber das Gros ist jetzt durch, also hier sind immer noch ein paar Menschen sind auch da. Aber ja, wir müssen jetzt Nudeln auszählen, ne? Ich muss ja sagen, seine Bratwurst war echt lecker. So, wir kommen ein bisschen ran. Mehr haben jetzt hier an der Auszählung nicht teilgenommen oder waren die? Ich glaube, also viele haben wahrscheinlich einfach keine Nudel, das Konzept nicht verstanden. Ja. Aber ich sage, war gut. Also die Gesichter, die ich gesehen habe, das war in Ordnung. Also es hat sich keiner irgendwie, dass irgendwas nicht geschmeckt hat oder so. Ich denke mal,
Kam gut, ja. Hast mich auch überzeugt. Ja. Achso, ja, genau. Mich das sehr überzeugt. Ich habe auch ein Stück Thüringer, ich durfte jetzt die nordhessischen nicht probieren, aber genau. Die war sehr, sehr lecker. Und anscheinend hat die Thüringer ja auch gewonnen. Ne? Genau, also das ist das Thüringer Glas. Ich hatte schon vorhin mal gezählt, also wir waren jetzt bei 14 Nudeln und hier sind wir bei 11. Also für das Konzept vielleicht nochmal, also jeder, der probiert hat, sollte dann seine Lieblingsbratwurst, sollte eine Nudel ins Glas reinschmeißen und dann hat man die Nudeln ausgezählt. Ja, wobei wahrscheinlich viel mehr Leute, ja, ne? Es war nicht so ganz. Es war nicht ganz, also ich denke mal fast 50-50 können es schon. Also die sind auch, also ich esse die Thüringer wirklich sehr, sehr gerne, ich esse die nordhessische auch sehr gerne. Hast du die nordhessische auch mal probiert? Ja, das war doch das letzte, die zwei Stückchen, die wir noch, die wir ergattert haben, die wir quasi von den Resten gerestet haben, habe ich quasi ihnen die Thüringer und ich, die habe die hessische gegessen. Ja. Also war aber die Hessen und Thüringen haben ja fast das gleiche Landeslogo, ne? Ja. Das macht die ganze Sache ja so interessant, weil ich finde, die Thüringer Bratwurst ist die einzige Bratwurst in Deutschland, die so ein bisschen an die drankommt, die es hier auch gibt. Also sehr, sehr ähnlich ist. Ja, ich denke mal. Wobei unsere grob ist und eure fein. Das ist eigentlich so ein Unterschied. Ja. Ich hätte auch grobe nehmen können. Also ja, die grobe, da merkst du fast gar keinen Unterschied. Da glaube ich auch. Also ich denke mal, das sind nur ein paar Gewürze, die da anders sind. Aber ich denke mal, die Zubereitung wird da hier fast 1:1. Ja. Entweder habt ihr Hessen bei uns abgeguckt oder wir bei euch. Nee, Hessen und Thüringen war ja früher mal eins. Oder eins, ja, genau. Bevor die angefangen haben, die irgendwie Länder da komisch aufzuteilen. Ja, deswegen ist unser Akzent auch ähnlich und das Landeslogo ähnlich. Genau. Ja. Und die Bratwurst vor allen Dingen. Genau. Aber wir hauen mal den Grill jetzt nochmal an und hauen nochmal ein paar drauf. Dann kriegt ihr auch nochmal ein paar schöne Eindrücke von der leckeren Bratwurst. Genau. So, ihr Lieben, der Tag neigt sich dem Ende. Der grüne Wolf, der düst jetzt auch wieder nach Hause. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen kleinen Eindruck hier von unserer Aktion am Blauen Sonntag vermitteln und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Vielen Dank an alle Helfer. Macht's gut, ciao. Ich sag dann auch tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fein. Ciao. Wir wollen Hey! Hol dich.